liebe Nähfreunde, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit Stylefix einen ganz tollen nahtverdeckten Reißverschluss akkurat und vor allen Dingen sehr einfach einnähen könnt. Es gibt den verdeckten Reißverschluss, ihn seht ihr links in dem bunten Kleid und erkennt, dass dort rechts und links noch eine Naht zu sehen ist. Dann gibt es den nahtverdeckten Reißverschluss. Dieser ist praktisch unsichtbar und keine Naht stört die Rückenansicht. Beide Reißverschlussarten werden in Kleidern oder Röcken, manchmal auch Hosen, verarbeitet, welche aus Webware genäht werden und körpernah hübsch sitzen sollen. Am schönsten und edelsten ist natürlich der unsichtbare bzw. nahtverdeckte Reißverschluss. Diesen nähen wir heute zusammen in das Kleid Muriel ein. Die Technik ist immer die gleiche, egal ob Kleid, Hose, Rock. Ihr könnt sie also auf ein Kleidungsstück eurer Wahl übertragen. Es ist wichtig, an den Kanten, zwischen die der Reißverschluss gesetzt werden soll, jeweils 1,5 cm Nahtzugabe zuzuschneiden. Der Halsbeleg oder Taillenbeleg wird schon mal angenäht, aber die komplette Naht, in der später der Reißverschluss eingesetzt werden soll, bleibt offen. Also nicht nur das Stückchen mit dem Reißverschluss, sondern bei diesem Kleid von unten bis oben. Der Beleg, der später nach innen geklappt wird, ist bereits angenäht, aber natürlich noch nicht nach innen geklappt. Und die langen Kanten rechts und links vom Reißverschluss sind bereits versäubert. Ihr braucht also Stylefix und einen speziellen Reißverschluss für nahtverdeckte Reißverschlüsse. Dieser hat im Vergleich zu anderen Reißverschlüssen die Zähnchenreihe unten, das heißt an der oberen Seite den Zipper und unten die Zähnchen. In diesem Fall habe ich mir schon auf meine benötigte Länge gekürzt und einfach mit einer kleinen Zickzackraupe abgeschlossen. Dazu benötigt ihr noch das Füßchen für die Nähmaschine für nahtverdeckte Reißverschlüsse. Es hat auf der Unterseite zwei Rillen, in denen die Raupen des Reißverschlusses laufen. Dieses Füßchen gibt es in Billigvariationen aus Plastik, aber wenn ihr öfters mal schöne Teile aus Webware näht, nutzt einfach wirklich das Originalfüßchen für eure Nähmaschine. Die Reißverschlussraupen laufen darin viel ordentlicher und das Ergebnis wird sauberer. Richtige Nähprofis können den Reißverschluss natürlich auch mit dem normalen Reißverschlussfüßchen annähen. Dazu wird dann die Raupe etwas zur Seite geklappt und genau im Schatten der Raupe genäht. Das sollte aber allerhöchstens eine Notlösung sein. Wir nutzen in diesem Beispiel jedenfalls den Originalfuß. Also die rückwärtige Mitte ist versäubert und der Beleg oben angenäht. Legt das Kleid so hin, dass die rechte Stoffseite nach oben zeigt. Nun wird der Reißverschluss ja so aufgenäht, dass der Zipper zur rechten Stoffseite zeigt und die Raupe nach oben zeigt. Später zeigt dann die Raupe nach unten und der Zipper nach oben. Dies bedeutet, dass wir die Vorderseite des Reißverschlusses, an der auch der Zipper herunterhängt, ganz eng an der Kante entlang, also an der äußeren Kante entlang, mit Stylefix bekleben. Lasst dabei den oberen Zipfel, also die obersten 2 cm frei und klebt das Stylefix direkt an der Kante entlang. Drückt es gut fest, damit der Klebestreifen auch schön hält und beklebt die gegenüberliegende Kante auf die gleiche Art und Weise. So benötigt ihr keine Stecknadeln zum Aufstecken des Reißverschlusses. Stecknadeln bilden immer kleine Hügelchen. So ist es schwieriger, den Reißverschluss ganz akkurat einzunähen. Wir beginnen auf der linken Kleidseite, ziehen also das Stylefix auf der linken Seite des Reißverschlusses ab. Nun positionieren wir den Reißverschluss so, dass der Beginn ca. 2 mm unterhalb der Ansatzkante des Beleges sich befindet. Das heißt, 2 mm ab dem Ansatz des Beleges beginnt die Reißverschlussraupe. Klebt den Reißverschluss direkt bündig an der Kante eures Kleides entlang und drückt ihn gut fest. Kontrolliert nochmal, ob der Zipper sich auch auf dem Kleid und die Raupe oben befindet. Der Reißverschluss wird jetzt so angenäht, dass die Raupe etwas hochgeklappt in der linken Führung des Nähfüßchens läuft. Wir haben die Reißverschlussoberkante ca. 3 mm unterhalb des Belegansatzes ausgerichtet und fangen auch an dieser Stelle an zu nähen.
drückt die Raupe etwas zur linken Seite, dass sie sich aufrichtet und richtet sie genau in der Spur des Reißverschlussfußes aus. Auf dem Foto könnt ihr dies gut erkennen. Nun beginnt ihr einfach zu nähen. In guten Reißverschlussfüßchen läuft die Raupe automatisch, wird also automatisch etwas zur Seite geklappt. Bei manchen Reißverschlussfüßchen muss man etwas nachhelfen und die Raupe etwas zur Seite klappen. Auf diese Weise näht ihr einfach mit einem normalen Geradstich einmal entlang der Raupe herunter. Später wird die Naht und sich unterhalb der Raupe befinden und praktisch von beiden Seiten nicht zu sehen sein. Näht einfach so weit, wie ihr kommt. Das heißt also, bis das Nähfüßchen an den Zipper stößt. Dort verriegelt ihr mit ein, zwei Stichen. Jetzt ist die eine Seite schon angenäht. Die Naht befindet sich unter der Raupe. Jetzt können wir schon die zweite Seite gegengleich aufnähen. Zieht dafür erstmal den Reißverschluss zu, klappt ihn auf das Seitenteil und markiert euch mit einer Stecknadel genau die Höhe des Belegansatzes. Falls ihr Kleidungsstücke aus Streifen näht, könnt ihr auch mit zwei, drei mehr Nadeln die Höhen markieren. Zieht den Reißverschluss wieder auf, entfernt das Trägerpapier vom Stylefix, klappt euer Kleid rechts auf rechts und positioniert nun anhand der Nadel, die Stelle ist ja wieder dann 2-3 mm unterhalb des Belegansatzes, und klebt die Reißverschlussraupe genauso auf wie die erste Raupe und drückt sie wieder gut fest. Ihr seht, der Reißverschluss ist wieder ganz gerade angeklebt und kein einziges Huckelchen einer Stecknadel stört. Nun richtet ihr die Raupe des Reißverschlusses in der rechten Rille eures Nähmaschinenfüßchens aus. Wie schon bei der ersten Reißverschlussseite lasst ihr die Raupe wieder in der rechten Rille des Füßchens laufen, drückt sie nur eventuell etwas zur Seite, damit sie richtig schön sauber in der Rille verläuft. Näht wieder bis zu der Stelle, an der ihr nicht weiterkommt, weil sich dort der Zipper befindet, und verriegelt mit ein, zwei Stichen. Jetzt könnt ihr das Kleid wenden und den Reißverschluss schon mal zuziehen und stolz auf euch sein, denn seht ihr, wie hübsch der Reißverschluss schon ausschaut? Der Bereich unterhalb des Reißverschlusses ist jetzt natürlich noch offen. Der muss jetzt mit dem normalen Reißverschlussfüßchen geschlossen werden. Wendet das Kleid wieder auf die linke Stoffseite, zieht das Ende des Reißverschlussstreifen etwas zur Seite und steckt oder klammert den Rest der Naht zu. Schaut nochmal, ob der Reißverschlusszipfel wirklich zur Seite liegt, und steckt eine Nadel oder Klammer noch 2 cm oberhalb des Reißverschlussendes ein. Nun wird die Naht von unten beginnend geschlossen. Näht mit der Nahtzugabe, also im Abstand von 1,5 cm, und endet 2-3 Stiche oberhalb des Reißverschlussansatzes. Das heißt, dort laufen die Nähte parallel. Die jetzige Naht sollte sich ca. 2 mm neben der ersten Naht befinden. Näht also bis zum Reißverschlussende, also der vorherigen Naht, und dann noch 2-3 mm weiter und versäubert. Diese zweite Naht ist also 2 mm von der ersten Naht nach innen versetzt. Schaut nochmal von innen, ob alles auch gerade liegt. Falls nicht, könnt ihr an dieser Stelle nochmal korrigieren. Für einen sauberen Belegabschluss an der Oberkante wird der Reißverschluss, also das lose Zipfelchen, erstmal nach unten, senkrecht nach unten, und dann die Ecke zur Seite geklappt. Diese Ecke steckt ihr jetzt von außen fest. So erhält der Reißverschluss eine gerade obere Kante, um die sich der Beleg schön legt. Ich zeige es euch noch einmal ganz langsam. Ihr habt oben den losen Zipfel vom Reißverschluss. Diesen klappt ihr gerade senkrecht nach unten. Nehmt euch dann die Spitze mit der Raupe und klappt diese wieder zur Seite. Probiert es selber mal aus, dann seht ihr wahrscheinlich besser, wie ich das meine. Diesen Zipfel steckt ihr nun von außen fest. Und der Reißverschluss hat oben eine gerade Kante, um die sich der Beleg gleich schön legt. Dieser lässt sich jetzt nämlich wunderbar
rechts auf rechts um die gerade Kante des Reißverschlusses klappen. Die Naht sollte genau oben sein. Steckt oder klammert den Beleg fest. Ich zeige euch, wie man ihn mit der Maschine festnäht. Ich selber nähe ihn eigentlich lieber gerne mit der Hand fest. Es sind nur ein paar Stiche und es ist etwas edler. In diesem Fall nähen wir ihn mit dem Reißverschlussfüßchen mit der Maschine fest, also einfach die Strecke des Beleges an die äußere Kante des Reißverschlusses steppen. So schaut das jetzt bei euch aus. Der Beleg ist innen auch festgenäht. Die Ecke lässt sich jetzt einfach umkrempeln und ihr habt eine richtig saubere obere Ecke eures nahtverdeckten Reißverschlusses. Hier ist gut zu sehen, wie ordentlich die Ecke geworden ist. Wenn ihr den Reißverschluss bzw. die Ecke jetzt mit der Hand annähen wollt, öffnet den Reißverschluss wieder, legt ihn euch richtig hin. Das lose Ende des Reißverschlusses wird wieder nach unten und zur Seite gefaltet. Der Beleg darüber gezogen, sodass sich oben wieder die gerade Kante ergibt. Und festgesteckt. Mit ein paar Handstichen ist nun diese kleine Linie geschlossen. Egal, ob der Beleg mit Hand oder Maschine angenäht wurde, euer Reißverschluss ist jetzt fertig eingenäht und ihr könnt euch darüber freuen. Bei diesem Kleid muss jetzt nur noch gesäumt werden und das schöne Murielkleid ist fertig. Es war doch gar nicht so schwierig wie gedacht, oder? Falls ihr weder den speziellen Reißverschluss noch das Füßchen zur Hand habt, aber euer Kleid jetzt fertig nähen möchtet, dann nehmt einfach einen normalen Reißverschluss, ein normales Reißverschlussfüßchen und näht einen verdeckten Reißverschluss. Das Video findet ihr ebenso in unserem Kanal. Den Link dazu, wie auch andere Infos, findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder in meinem Nähzimmer dabei wart und wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Spaß beim Nähen. Vielleicht habt ihr auch Lust, einen Kommentar zu hinterlassen, habt noch Fragen oder abonniert doch einfach meinen Kanal. Ganz liebe Grüße, Sabine.